Ich habe von dir gehört. In jeder Strophe deines Liedes geht es um einen unmöglichen Sieg. Tja. Das Echo ertönt im ganzen Schnee. Okay. Man sollte nicht allem Glauben schenken. Das weiß ich. Mein Lied erschallte früher in Ban-Ur. Umnak, Jäger von legendären Maschinen. Darum bin ich hier. Für noch eine. Man nennt sie die Mörderklaue. Zumindest als ich jünger war. Ihr Tod wäre ein gutes Ende für mein Lied. Ich konnte früher ohne Schlaf von Ban-Ur bis in den Schnitt reisen. Aber diesmal bin ich müde, Jägerin. Doch du, stärker als Aratak, mit deinem eigenen Verak. Wenn auch nur die Hälfte deines Liedes stimmt, bist du die Einzige, der ich diese Jagd anvertraue. Ich soll für dich jagen gehen? Nicht nur für mich, nein. Für einen alten Freund. Ich soll an deiner Stelle jagen. Ist das so eine Art Banuk-Brauch? Sollte es vielleicht, aber nein. Wir überleben und siegen, bis wir an beidem scheitern. Okay. Ich gebe zu, das ist nicht leicht für mich. Okay. Für jede andere Maschine würde ich einfach sterben, als Banuk-Jäger bei der Jagd. Doch die Klaue hat zu viele Leben gefordert. Mich wegen ihr in den Tod zu stürzen, bewirkt rein gar nichts. Ah ja. Lieber in einer Welt ohne Klaue leben, als zu sterben, während sie noch immer Leben auslöscht. Du scheinst ziemlich bekannt zu sein. Ein Banuk bringt seinen Körper an seine Grenzen. Und meine Grenzen waren hoch. Okay. Maschinen mussten erlegt werden und in meiner Jugend erkannte ich mein Talent dafür. Wir sind sehr ähnlich. Selbst jetzt ist mein Name noch so bekannt, dass der Verak zu mir kam. Wegen der Mörderklaue. Glaubst du immer noch genauso an dich, wie es dein Verak zu tun scheint? Früher einmal. Bevor der Bogen in meiner Hand zitterte. Okay. Erst da sah ich zum ersten Mal die Flecken auf meinen Händen. Wie seltsam es doch ist, alt zu sein. Man blickt auf solch einen langen Weg zurück. Doch vor einem ist nichts als eine Wand. Diese Maschine, die Mörderklaue. Warum den Weg zum Schnitt reisen, um sie zu jagen? Manchmal haben die Lieder Refrains, in denen ein Moment wiederkehrt. Es schien passend. Okay. Du hast sie schon mal gejagt. Das muss 20 Winter her sein. Wir waren so nah dran, die Klaue zu besiegen. Wir waren näher dran als je zuvor. Okay. Ich und mein Freund. Er war damals ein Häuptling meines Veraks. Ein guter Jäger. Aber tot. Alle paar Jahre tauchte die Klaue an einem neuen Ort auf. Ich kannte zwei Häuptlinge, die sie ins Grab gebracht hat. Okay. Mein Freund wurde der dritte. Diese Jagd. Ich hoffte, sie für ihn zu beenden. Okay. Diese Maschine. Na. Manchmal. Wow. Haben die Lieder. Ich hab auf den anderen geklickt. Das musst. Wir? Ich. Alle. Mein Freund. Das scheint dir wirklich wichtig zu sein, Umnak. Willst du wirklich, dass jemand anders die Maschine erlegt? Ich bin der Mörderklaue nicht mehr gewachsen. Okay. Sofern ich es je war. Stelle ich mich ihr, tötet sie mich. Daran besteht kein Zweifel. Okay. Das Banuk-Blut in mir lechzt danach, es selbst mit der Klaue aufzunehmen. Aber sie muss erledigt werden. Okay. Und Tote vollbringen wenig. Ja, das stimmt. Na gut, Umnak. Ich tue, was ich kann. Du kannst zweifelsfrei eine Menge tun. Es heißt, die Mörderklaue kehre nur einmal alle 6 Winter zurück. Und jetzt ist die Zeit. Ich habe gehört, sie soll am nordöstlichen Rand des Schnitts zu finden sein. Gute Jagd. Okay. Ein neues Gesicht im Schnitt. Das ist heutzutage eine Seltenheit. Hi. Du bist Ella, stimmt's? Ja. Mein Paps, Burgrent meine ich, sagte, du kämest, um mich zu sehen. Vaga, freut mich. Mich auch? Hey, dein Speer macht echt was her. Hast du bearbeitet, stimmt's? Ein bisschen. Sachen verändert. Du kennst dich aus mit Waffen. Ich wünschte, diese Banuk sehen das. Ich könnte nicht mal einem Grauhabichtschrott andrehen.
Alle wollen nur öde Bögen und Speere. Aber ich mag das Ungewöhnliche. Und sowas haben die Banuk. Zum Beispiel der Speer von Aratak. Ein Eisdorn. Oh, oder die Waffe von Urea. Wenn ich nur in so einer rumstochern könnte. Um die Blitze an den Fingern zu spüren. Oder überhaupt in irgendwas, wenigstens. Mein letzter Auftrag war vor einem Monat. Eine Waffe, die Feuer spuckt. Das lief nicht so gut. Ich habe einen Eisdorn. Genau wie Aratak. Willst du mal sehen? Im Ernst jetzt? Ja, ja, furchtbar gern. Okay. Klarer Baufehler. Wenn ich die ersetze... Ja, das sollte... Gut, ob du es glaubst oder nicht. Sie erfüllt erst höchstens ihr halbes Potenzial. Warum Mach. Denn sie? Oh, Papst sagt, alle Waffen sind weiblich. Er merkt gar nicht, dass das ein Kompliment ist. Folgendes. Wenn wir das Gebiss eines Donnerkiefers hätten, würde sie wirklich fantastisch laufen. Okay. Und ich weiß, wo einer ist, wenn du mit mir jagen willst. Okay. Also, mal angenommen, du kennst jemanden, der so eine Waffe besitzt. Dein Ernst? Schau sie dir an. Natürlich. Also die Spulen erzeugen den Funken. Die Energiequelle ist nicht einmal verschraubt. Im Ernst, sie ist wunderschön. Aber auch wunderschön lässt sich noch steigern. Ja. Wir brauchen eine Sturmvogelkralle. Blitze fließen nur so darüber hinweg. Und ich weiß auch woher. Komm mit mir mit, dann mache ich die Waffe zu deiner besten Freundin. Zweitbesten. Oh. Eine Waffe, die Feuer spuckt, hm? Wie die hier? Ich habe sie von einem Osaram-Banditen. Kannst du damit was anfangen? Du hast mein Schmiedefeuer? Wenn du Urkut und seine Jungs dafür erledigt hast, gehört sie jetzt dir. Und wenn du es erstmal fertigstellst, mach es. Ups. Mach sie. So, wie sie sein sollte. Das wollte ich. War das nicht der Typ? Ich brauche eine Brüllrückenschnauze. Ganz egal von welchem. Den. Schaffst du das alleine? Ich lass ihn mal kurz zu Ende reden. War das nicht der Typ, den der Typ, der Burgrin, zu die drei dahin geschickt hat? Ups, ich glaube, da könnte es ein kleines Problem geben, wenn die im Sonnenreich einkommen. Wenn das tatsächlich derjenige ist, den wir erledigt haben. Upsi. Was brauchst du nochmal für die Reparatur? Das Gebiss. Okay. Kannst du das... Na klar. Dieses... Wie gesagt. Also, okay. Wir brauchen Sturmvogel- und Donnerkieferteile. Und du weißt, wo es sie gibt? Stimmt. Ist aber ein ganzes Stück entfernt. Okay. Wir können im Taltreff einen Sturmvogel finden und einen Sturmvogel bei Freihalde. Wir treffen uns dann vor Ort. Das wird lustig. Okay. Ja. Ich kann nicht leiden. Ich kann viele leiden. Ich weiß. Ihr müsst warten. Ich mach Quiz. Quests. Quiz. Ja, ich mach ein Quiz. gut. Dann machen wir erstmal. Genau. Ups. Ja. Gut. Wow. Wieso will sie hier hin? Merkwürdig. Merkwürzig. Wir verlassen das Gebiet des DLC. Okay. Interessant. Wir brauchen aber noch Blauglanz. Verdammt. 76 Stück insgesamt. Meine Güte. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das wollte ich nur mal sagen. Ah, meine Güte, ey. Oh, und es ist schon wieder so spät. Also schaffe ich es heute doch nicht mehr, beziehungsweise zumindest nicht jetzt. Huch, wie die Zeit vergeht. Sondern erst heute Abend, irgendwann. Weil ich muss auch noch schneiden, das ist... Wow. Ich habe ganz viel zum Schneiden. Da vorne soll es sein. Hä? Okay. Ich wollte gerade sagen, warum überschneidet sich das nicht? Das müsste sich doch... Wo ist...
Okay. Cool. Sammle eine Brüllrückenschnauze. Wir gehen doch allein, oder wie? No. Das Schmiede vor. Ja. Genau. Och Gottchen. Och Gottchen. Och Gottchen. Och Gottchen. Okay, wir müssen mal wieder sehr weit reisen. Nun gut, dann wollen wir mal. Ich dachte, wir bleiben nur ein DLC-Gebiet, aber dann ist das halt so. Ich hoffe, wir werden von Silence nicht wieder voll gelabert. Du sollst das doch nicht machen. Und und bla. Silence, ich habe mal rausgefunden, wer du bist und was du vorhast. Mann, das noch nicht. Aber ich werde es herausfinden. Und dann mache ich dir die Hölle heiß. Dir und deinen kleinen Freund Hades, den du in deiner Laterne gefangen hältst. Das kannst du mir aber glauben. Was hat er nochmal vor? Ich meine, er will Wissen sammeln. Aber er geht wirklich über Leichen. Was haben wir anderes erwartet? Ah, okay, ich habe das noch nicht weggemacht. Ah, da bist du ja. Weißt du, mir hat der rote Sand gefehlt. Gut, da ist der Sturmvogel. Bist du bereit? Dann komme ich und... Okay. Du bist gemein, ne? Na komm. Mehr hat jetzt auch gefehlt. Das war grad cool. Ja, mir hat die Gegend auch gefehlt. Vaga wollte damit die Sturmschleuder verbessern. Wir haben halt viel drauf. Das kann ich nur sagen. Eieiei, sorry, dass ich gerade auch ein bisschen, mal wieder leise war während des Kämpfens. Kennt ihr ja bestimmt schon von mir. Ne, wenn ihr das Let's Play geguckt habt. Wisst ihr das? Nö. Tut mir trotzdem immer leid. Okay. Da ist das gute Stück. Perfekt. Ich habe schon Maschinenöl an den Händen. Okay. Okay, Vaga, weiter geht's. Willst du nicht die Katscha-Sonne genießen? Nein, schon gut. Ich war sehr oft hier. Hä? Okay. Was gefunden in letzter Zeit? Eventuell.
Reden wir. Hier ist sie, die Sturmvogelkralle. Und los geht's. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Okay, können wir gleich hier machen. Sieh mich so, Aloy. Ciao. Nur nicht direkt in die Funken. Ja, ja. Okay, ich musste sie praktisch in zwei brechen. Aber sie ist ein Stock. Und das mag ich an Stöcken. Man kann sie so zusammensetzen, wie man will. Und das hast du. Das Ding sieht jetzt viel gefährlicher aus. Sie ist mehr als gefährlich. Sie ist eine echte Vaga-Spezialwaffe. Pass gut auf sie auf. Natürlich. Okay. Ich habe, was du wolltest. Zeig mir, was du mit dem Schmiedefeuer vorhast. Endlich. Ich habe sie schon fast vernachlässigt. Und das geht mir dann doch etwas zu nah. Okay. Sie ist fertig und gehört dir. Aber mach bloß keine Dummheiten. Nein. Sieht gut aus. Ich dachte schon, dass du es in einen brennenden Seilwerfer verwandelst. Nee, sie war von Anfang an fast perfekt. Schließlich ist sie ein Vaga Original. Okay. Falls ich etwas finde, das dir gefällt, komme ich zurück. Ja, bitte. Okay. Da braucht jemand Hilfe. Braucht ihr noch mehr Hilfe? Oder habt ihr es jetzt? Ich meine, diesmal brauchen wir es nicht einsammeln. Aber vielleicht sollte ich den noch erledigen. Der ist noch... Okay, wir sammeln es doch ein. Wir sind ja schließlich nicht Krösus. Nö. Ah, hier. Da vorne ist die Herde. Ja, die Herde. Die Menschenherde. Die Gruppe. Ich hoffe, euch geht's gut. Alles gut bei euch? Moin, Leute. Hätten sie wenigstens mal bedanken können. Okay. Okay, dann wollen wir mal. Ach, verdammt. Von hier aus hin oder von da aus hin? Ne, von hier aus passt schon ganz gut. Herr Schnuffel. Und dann sollten wir gleich mal eine Pause machen. Glaube ich, oder? Ja, irgendwie hatte ich 5 Uhr als Uhrzeit im Gedächtnis. Als... ja, wichtig markiert. Wahrscheinlich hätte ich 15 nach oder irgendwie sowas drin. Aber dann passt das schon ganz gut. Nö. Genau. Vielleicht, wisst ihr was? Das machen wir später. Also, später. Und zwar heute Abend später. Beziehungsweise Nachmittag, je nachdem, wann ich dazu komme. Aber nicht jetzt. Okay, wir speichern kurz. Ja, bitte. Habe ich jetzt richtig gespeichert? Wir haben hier unten hier gespeichert, ne? Für da oben. Ah, komm. Nochmal speichern. Juhu. Brauchen wir eh nicht die Speicherpunkte, von daher gut. Dann, wie gesagt... ja, hatten wir. Wie gesagt, sehen wir uns dann später bei der nächsten Aufnahmesession wieder, okay? Bis dann. So, ja, da bin ich auch schon wieder zum allseits beliebten Horizon DLC. Hoffe ich doch. Auf jeden Fall wollen wir fürs DLC zurück in die Hauptwelt. Ne, das war der letzte Stand von gestern. Ja. Ne? Einmal hier zu dem Areal müssen wir hin. Weil wir brauchen was, um unsere Waffe aufzuwerten. Ja. Okay. Wir sind nicht gerade leise, muss ich sagen. Das ist der Nachteil an dieser Rüstung. Ne? Aber dafür sind wir halt geschützt und sieht geil aus. Also von diesen Applikationen hier, ne? Hier mit diesen
blauen Lichtern, die darüber ziehen. Aber wir sind halt auch sehr laut. So, ja, Breitkopf, ne? Brauchen wir. Ne, du bist kein Breitkopf. Du bist ein Lanzenhorn. Ah ja. Okay. Versuch mal einen so zu erwischen. Ja, komm. Okay. Warum ist der schon angeknackst? Ah ja, da vorne. Was? Okay. Ach, du bist ein Donnerkiefer. Na, dich brauche ich nicht. Oh, bisschen leiser. Ach, da oben. Ach, da ist sie auch schon. Glaube ich. Hi. Ah ja, es soll sie sowieso treffen. Okay. Es ist schön, auf tiefem Schnee zu kommen. So, da ist dein Donnerkiefer. Ich bin bereit dafür. Auf dein Zeichen. Was? Ist er doch den? Okay. Wer? Ich? Na komm. Okay, ich glaube, wir lenken ihn gerade ab, damit sie da rangehen kann. Ja. Ja, da ist sie. Na gut, dass wir die Rüstung haben. Nö. Na gut, dass wir sie haben. Hi. Ich hab das Teil. Bereit, die Waffe zu flicken? Ich bin immer bereit, eine Waffe zu flicken. Okay. Dass ich mal froh bin, einem Donnerkiefer in den Schlund zu blicken. Ich bin es. Es sind nur große Werkzeugkisten. Sobald sie dich nicht mehr töten wollen. Ja. Glaub mir, Aloy. Du wirst diesen Eisdorn nicht wiedererkennen. Das war der Sinn dahinter. So. Oh, sie ist perfekt. Speere sind alle gleich. Piekschlitz tot. Öde. Der Kühlsaft fließt jetzt besser. Anpassung hier, noch ein Werfer drauf. Und jetzt schießt sie Eisstacheln. Tada! Okay. Sehr cool. Ich bin beeindruckt. Viel schöner und mächtiger. Das ist garantiert. Okay. Danke, Varga. Die drei Waffen sind brillant. Machst du Witze? Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Ich sollte dir danken. Ich bin die, die jetzt die Waffen hat, oder? Ja. Es wäre falsch, Geld dafür zu wollen, meiner Leidenschaft nachgegangen zu sein. Erzähl das nur Paps nicht. Ja. Hier, wenn ich an Waffen bastle, habe ich immer Unmengen von dem Zeug. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Okay. Blauglanz.
Ja, das kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. So, ja, da können wir jetzt ja wieder hier zurückkehren in die... Wow, wir haben hier da ein Dings Lagerfeuer, nicht? Das müssen wir ändern. Aber dann können wir zurückkehren. Na gut, wir kehren hier schon in die Eislande zurück, ne? Ist ja DLC, Frozen Wilds. Nö. Genau. Das machen wir. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich das Hauptspiel schon durch habe. Aber ich freue mich schon auf das nächste. Ich habe nämlich, ja, einen kleinen Hint bekommen, was ich als nächstes spielen könnte. Und zwar habe ich jetzt eine Kooperation mit einer guten Freundin. Was heißt Kooperation? Wir wollen uns ja gegenseitig so... Sie macht zwar kein YouTube, aber ne? Und sie hat gesagt, ja, hier, ich habe mir gerade The Last of Us Part 2 gekauft. Und ich so, ja, ich habe den ersten Teil. Sie so, ja, du machst doch YouTube und ne, hast doch bestimmt auch so Pläne, was du machen willst. Willst du denn nicht auch The Last of Us spielen? Ich so, ja, den ersten Teil hätte ich ja. Zweiten Teil habe ich noch vor zu kaufen. So, ja. Du könntest das auch von mir ausgeliehen bekommen. Ich habe es als Disc. Ist so, okay. Bitte nicht haten. Ja. Und das ist jetzt quasi dadurch dann das neue Projekt. Also Nati, wenn du das, ne? Hörst, ja. Ja, das ist, ja. Das nächste Projekt, das geplant ist. Ich wollte zwar nichts Langes mehr machen, also ne, hier ranten, hinten dranhängen, weil ich habe halt schon richtig viele lange Spiele. Unter anderem ja auch die beiden Assassin's Creed, die ich ja spiele. Danach fange ich ja dann auch mit dem ersten Assassin's Creed an. Aber keine Sorge, die sind kürzer. Assassin's Creed mit Ezio ist kein so langes Spiel, wie wir es heutzutage von Assassin's Creed kennen. Ne, Cyberpunk ist ja auch noch etwas länger. Hoffe ich. Ne? Ja, mal gucken. Und Genshin Impact sowieso, also das sehe ich schon gar nicht dazu. Ja. Aber trotzdem würde ich gerne, auch wenn das wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit mal wieder dauert, als nächstes nach dem wunderbaren Meisterwerk hier, wenn wir hier mit dem DLC durch sind, was ist das denn? Finde die Mörderklaue? Okay. Hä? Ah, wir hätten ja noch einen. Stimmt. Wir haben ja noch einen, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Ja, machen wir doch. Wir haben doch nochmal eine Mission. Wir sollen doch dieses Vieh da töten für den alten Typen. Dessen Häuptling da irgendwie an dem Vieh draufgegangen ist, oder nicht? Habe ich komplett vergessen. Ist ja aber auch schon fast wieder ein Tag her, ne? Dass ich das gespielt habe. Da kann man auch mal was vergessen. Ja. Wisst ihr, was eine gute Kombi ist? Süßer Senf und Zwiebeln. Auf Brezel. Ja. Da. Da long können wir. Nein, ich habe nur gerade was davon gegessen, deswegen fällt mir das gerade auf. Nee, wie gesagt, also ich plane dann für die nächste langsam, Zeit hiernach halt wirklich anfangen. Was bestimmt auch sehr cool wird, aber ich werde so... Ja gut, eigentlich nicht. Ich habe es ja schon mal angefangen zu spielen. So schlecht war ich nicht, also zumindest am Anfang. Aber das wird noch lustig. Das wird hier noch, vielleicht wird es auch wie hier, wo ich am Anfang, so Panik habe und Panik schiebe, ne? Und dann wird es gar nicht so schlimm. Obwohl, Zombies, ne? Ich drück mich ja schon vor Resident Evil. Und hast du nicht gesehen, ja. Der Nordostrand des Schnitz. Ja. Umnag sagte, hier fände ich die Mörderklaue. Ja. Aber jetzt erstmal zurück hierzu, ne? Weil ich meine... Andere Spiele, andere Let's Plays, ne? Genau. Das ist hier nicht. Ah ja. Da ist noch so ein Turm.
Außerdem haben wir, glaube ich, noch... Ja, gar nicht alle Dings gefunden. Ne, wir haben hier noch ein paar Sammelobjekte. Da bist du. Unnack hatte recht. Mhm. Mit was? Okay. Okay. Erstmal mache ich das hier. Hallo. Oh ja, wir haben ja noch Pfeile, die wir nachproduzieren müssen. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich. Ach, Mensch. Na, ein bisschen mehr noch. Und hier die Schockbolzen haben wir aufgebraucht. Ah ja, jetzt haben wir ja den Eiswerfer. Wo ist er? Ich hab dich gehört. Aufmerksam. Ja. Wo bist du? Okay. Okay. Ich glaube, ich kann aber noch was absprengen. Okay, ich habe jetzt schneller nachladen zum Glück. Okay. Ja, dank unserer Rüstung, ne? Und dadurch, dass wir... Umnack hatte recht damit, dass du zäh bist. Ja. Na komm, einmal wieder die falsche Steuerung drin. Ja. Gut. Das hätten wir dann. No, war eigentlich ganz so easy, ne? Wollte ich gerade sagen. Das war endlich jetzt nicht so schwer. Ja. Aber das hier werde ich vermissen. Definitiv. Also der Fokus ist tatsächlich etwas gameplay-technisch
sehr gut konstruiert ist. Also ich liebe den Fokus einfach. Und das ist tatsächlich was, was ich in anderen Spielen vermissen werde. Aber es gibt so viele Dinge, die ich liebe in anderen Spielen, die ich vermisse. Zum Beispiel liebe ich die tatsächlich, trotz der Umständlichkeit, mag ich die Mechanik von diesem Seilwerfer oder was das ist, von Just Cause, falls ihr den kennt. Der ist richtig Hammer. Ja. Und sowas, das ist, ja, meins. Komplett. Ich mag so Variationen. Glanz. Den kann ich eintauschen. Was? Wo hast du ja Blauglanz entdeckt? Wo hast du hier noch Blauglanz entdeckt? Ich will das wissen. Ich will den mitnehmen. Also ich meine, wir haben welchen, ja. Da unten ist noch was. Also zu eine Maschine. Viel zum Thema Sicherheit. Was? Oder sagst du das einfach so? Willst du mich verarschen? Wenn wir so viel Blauglanz haben, wir nicht. Bis eben. Also, ja, okay. Deswegen gucke ich mich hier nochmal um. Ups. Ich kann ja gleich nochmal im Inventar gucken, aber ich meine, so viel war das gar nicht. Du kleine, 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 kleine. Na, na, na. Bitte nicht falsche Tatsachen darstellen. Okay. Wie viel Blauglanz haben wir deiner Meinung nach? Hier einmal das hier. Spezialobjekte waren das, ja? Siehst du, wir haben gerade mal 15. Was laberst du? Einmal auf die Karte. Gut, was haben wir noch? Die Hauptquest. Wow. Moment. Die Hauptquest. Nö? Genau. Dann machen wir sie einmal, beziehungsweise die, ja, die Nebenquest. Die Hauptquest des DLC, so. Genau. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da nicht hinreisen können, dann bin ich definitiv beleidigt. Definitiv. Das kommt mir aber nicht rein. Nö. Na komm, lad ein bisschen schneller. Wir essen zeudig. Oder so ähnlich. Na? Es ist schwer zu glauben, dass Inatut diesen Kaja umgebracht hat. Ah ja. Du hast dir ein gefährliches Land ausgesucht, Fremde. Aber ich bewundere deinen Mut. Okay. Ja, okay, gut, der redet weiter. Es ist vorbei. Es war nicht leicht, aber der Steinbrecher wird nie wieder jemanden verletzen. Die Mörderklaue, erlegt von einer Fremden. Dieser Vers deines Lieds wird weit reisen. Okay. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Die Menschen werden ihren Liedern selten gerecht. Du bist eine Ausnahme. Oh, danke schön. Gerne, gerne. Mein Feind ist gefallen, wie die vielen Jäger, die er tötete. Ja. Mein Freund, mein Häuptling. Er wäre froh, dass andere nun sein Schicksal erspart bleibt. Ja. Nimm dies zum Dank. Oh. Du hast es dir mehr als Dankeschön. Jetzt können wir darüber reden. Dass wir ein bisschen was haben. Ist doch ein Witz. Oh. Nur unseres hat wirklich etwas zu bieten. Ah, oh, ihr wart noch nie bei den Kaja, oder? Sorry, wenn ich manchmal Kaja sage. Es ist, das J ist bei mir manchmal so noch so drin. Aber es heißt Kaja. Ne, wie bei, ja. Ne, vielen, Wörtern, wo wir einfach so, keine Ahnung, J, J. Ist eigentlich ein G, aber gut. Egal. Wollen wir mal. Wir haben jetzt ein bisschen Blauglanz. Was? Hätten wir nicht mehr haben müssen? Wie wenig haben wir bekommen? Da, wir müssen jetzt die doppelte Menge an Blauglanz haben. Ich dachte... Oder, nee, ich glaube, der hat uns die gesamte Menge angezeigt. Verdammt. Wir werden stärker. Drei weitere Jäger haben bestanden. Bestes. Oder akzeptiert die Niederlage.
Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Okay. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Ja. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist. Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Ja, ich weiß. Musst. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriah gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamm zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ja. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Ah ja, stimmt. Was widerfuhr Uriah, als sie eine Gefangene der Katscha war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Mhm. Die Katscha fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Ah ja. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ja. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Tja. Was geschah mit der ersten Expedition? Das würde ich gerne erfahren. Uriah führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Mhm. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ei. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Okay. Ich hatte gehofft, das Uriah nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. Mhm. So viel Metall, das tote Brunnen, dort kann nichts Gutes sein. Okay. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Mal gucken. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Uriah aufpassen. Das stimmt.